Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Bunker-Romantik-Bundle von Chris Lev, Camo Caputo und David DST. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bunker-Romantik von Chris Lev, Camo Caputo und David DST. Das Ganze am 6. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Ja, wie wir sehen können, keine Box, sondern ein Bundle. Und das Bundle besteht aus drei Teilen. Wir haben hier als erstes mal das Album an sich. Dann haben wir hier ein Shirt. Und dann haben wir ein Poster. So, nachdem die zwei Sachen hier noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal rausholen. So, wir lesen hier einmal auf dem Shirt, also auf der Folie, auf der Verpackung, ein M. Bedeutet, dieses Shirt war größenvariabel wählbar und ich habe mich in diesem Fall für Größe M entschieden. Und dann holen wir auch noch das Album aus der Folie. So. Und dann kann es auch schon losgehen. Also, so sieht das aus. Bunker-Romantik von diesen drei Herrschaften hier. Chris Lev, Camo Caputo und David DST. Ja, was soll ich sagen? Auf dem Cover sehen wir einen Bunker. Der Name ist Programm. Wir haben hier so einen kargen, betonierten Raum. Oben rosane bzw. ja rote Leuchten. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Auf der Seite lesen wir auch hier oben wieder Bunker-Romantik. Und hier unten BNKR 001, also das sieht mir so nach Katalognummer aus. Und auf der Rückseite haben wir dann natürlich die Tracklist. Wir lesen hier wieder Bunker-Romantik und Bunker-Romantik, einmal in weiß, einmal in rot, rosarot. Dann haben wir hier die Tracklist, 10 Stück an der Zahl und jede Menge Features. Also wenn ich richtig sehe, sind es 8 Features, unter anderem von Niles Davis, Mach One und Chappy. Oben gibt es einen Barcode und hier unten dann die Beteiligten. Das finde ich jetzt spannend. Wir lesen hier Distri, die haben das Ganze vertrieben. Also es gab dieses Bundle exklusiv über Distri. Und wir haben hier eine Nummerierung, 876. Also ich gehe mal davon aus, dass das die Seriennummer ist. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viel Stück das gesamt limitiert war, dieses Album. Aber ich habe in diesem Fall scheinbar Nummer 876 erwischt. Finde ich immer gut. Mich hätte allerdings jetzt noch die Gesamtauflage interessiert, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als ein Album, wo das nicht dabei ist. So, auch innen das Ganze in diesem Rosa gehalten. Wir schauen mal, ob wir das Booklet hier rausbekommen. So, wir haben hier als erstes, da ist die Frage, was das hier darstellen soll, ich tue mir etwas schwer, aber es sieht so aus wie so ein karges Stiegenhaus, also wir haben hier so an der Seite zum Festhalten und ansonsten hier diese kargen Betonwände mit dieser Notbeleuchtung, also es sieht auf jeden Fall so nach Bunkeratmosphäre aus. Wir haben dann hier an der Seite ganz klein die Infos zu den einzelnen Tracks. Also, hier haben wir die Produzenten aufgeführt und die Feature-Gäste. Okay. Dann hier nochmal zwei Lampen. Oben diese rote und darunter dann. Ja, beziehungsweise ist das so ein Schild. Ja, alles sieht auf jeden Fall nach Notsituation aus. Das ist dann die letzte Seite. Und hier haben wir dann die Infos bzw. die Credits. Alles klar. Gut, also ihr seht durchaus, also alles in diesem, durchwegs in diesem Design, in diesem Bunker- und Beleuchtungsdesign. Dann haben wir die CD an sich in rosa und weiß. Wir lesen hier Rough Fiction Productions, also das Label, über das das Ganze erschienen ist. Und es sieht so verschwommen aus, also wir haben hier das Wort Bunker-Romantik dann nochmal kreisförmig angeordnet auf der CD und die Buchstaben sind immer so dreifach übereinander gelegt, also es sieht echt heftig aus, vor allem wenn man das Ganze dann auch noch dreht, da zweifelt man dann echt an seiner Sehkraft. Heftiger Effekt auf jeden Fall. So sieht die CD aus.
Rückseite schwarz-rot. Sehr schön. So, dann kommen wir zum zweiten Inhalt des Bundles. Das ist in diesem Fall ein Shirt. Ja, das steht hier drauf. Lelele, lalala, Fotzen. Es war auch eine der ersten Single-Auskopplungen, wenn nicht sogar die erste Single-Auskopplung. Dazu gibt es ja auch ein Video. Und diesen Spruch hat man dann auch hier wunderbar auf dem Shirt verarbeitet. Die ersten beiden Zeilen sind so durchgestrichen und mit weiß. Und dann die unterste, das Wort Fotzen in diesem Fall, rot und in so einer Bluttropfenoptik. Heftiges Design auf jeden Fall. Ja, also das ideale Shirt, um sich bei seinen Schwiegereltern vorstellen zu gehen. Die Rückseite ist schwarz. Hier gibt es nichts weiter zu sehen. Und wir haben es bei dem Shirt zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Ich glaube von S bis XXL konntet ihr da alles wählen. Und wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dabei ein Poster. Dieses Poster ist, wie wir hier schon sehen können, einseitig bedruckt. Und so sieht das Ganze dann auf der Vorderseite aus. Also wir haben hier die drei Herrschaften, die sich für dieses Album zusammengetan haben. Crystal F, David und Camo Caputo. Ja, sieht so aus wie irgend so ein heruntergekommenes Häuschen, in so eine Waldhütte, so ein Baumhaus. Sieht auf jeden Fall ziemlich ramponiert aus, das Ganze. Hier stehen zum Beispiel die ganzen rostigen Nägel aus den Brettern hervor. Ja, aufpassen. Das Ganze kommt im Querformat und ist, wie gesagt, einseitig bedruckt. Gut. Das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Poster in Querformat und einseitig bedruckt. Dann haben wir das Album im regulären Jewelcase mit insgesamt 10 Tracks und 8 Features. Sowie diesem wunderbaren Shirt hier größenvariabel auszuwählen. Jawohl! Das alles in diesem wunderbaren Bundle Bunkerromantik von Crystal F, Camo Caputo und David DST. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die drei Herrschaften unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.